damit fertig bin. So, ihr habt jetzt auf Instagram gesehen, da habe ich ein paar Stories und einen Post verfasst gegen, in Anführungsstrichen, den YouTuber Kalle hier. Das ist sein Kanal. Es ist ein YouTuber, der Videos über Gras macht hauptsächlich und Streams halt, wo er kifft und dann mit seinen Leuten quatscht. Und hier gab es halt vor ungefähr einer Woche einen Anruf bei ihm, wo sich dann Leute für jemand anderes ausgegeben haben und so weiter. Da kam es zu ein paar Missverständnissen. Und der Kalle dachte, dass das halt ich und ein anderer waren so ungefähr. Und dann hat der Kalle ziemlich betrunken, wie auch immer, dann angefangen, mich und andere zu beleidigen, beziehungsweise alle meiner Kumpels als Spasten etc. pp. Seinen Hund angeschrien und so weiter und damit für Empörung gesorgt. Viele Zuschauer von mir haben mich dann darauf hingewiesen, dass dies und das passiert ist bei dem Kalle und dass ich denn mal Stellung dazu beziehen soll. Dann habe ich auf Instagram ein Bild hochgeladen bei mir. Coole Mods hast du, Kalle, weil die Moderatoren, also hat sehr viele Moderatoren, da kann man sich anscheinend irgendwie einkaufen für Animationen funktionieren wieder. What the fuck? Okay. Wenn ein Moderator irgendwas postet im Chat und zum Beispiel so gegen andere YouTuber hetzt, dann bin ich damit verantwortlich natürlich. Wenn meine Moderatoren jetzt hier andere YouTuber beleidigen, zum Beispiel, dann bin ich natürlich mit dafür verantwortlich. Also mache ich dann auch mit Kalle, der ja diese Nutzer zum Moderator auf seinem Kanal gemacht hat, ja, dafür mitverantwortlich. Und habe dann halt so in die Story geschrieben, dass ihr halt den Kalle mal darauf hinweisen sollt, dass er nicht mit jedem so zu reden hat. Das war natürlich kein Aufruf, ihn zu beleidigen oder ähnliches. Ganz im Gegenteil und jedes Mal immer dasselbe. Musst mal gucken, was du damit auslöst. Nee, ich habe ja nicht angefangen, es ist nur eine Antwort. Eine ganz normale Antwort. Und es ist nur eine Insta-Stories oder ähnliches. Und was er da geäußert hat, ist schon unschön. Ich spiele euch jetzt nichts ab und so weiter. Ich denke, nach diesem Statement von mir ist das Ganze hier gegessen. Wenn nicht, dann können wir auch gerne weitermachen. Daran habe ich aber absolut kein Interesse. Ist auch schon an mich gedrungen, dass Kalle sich entschuldigt hat bei mir. Das habe ich jetzt nicht persönlich gehört, aber ich glaube es jetzt einfach mal. Ja, für mich wäre das dann hier in dem Sinne gegessen. Ich wünsche keinen weiteren Beef oder irgendwelche Statements oder irgendwelchen Streit oder so. Das geht mir auch auf den Sack. Ich wollte einfach nur mal damit zeigen, mit diesen Posts auf Instagram, dass ich mir nie alles gefallen lasse. Aber damit wollte ich auch zeigen, dass ich nicht genauso asozial antworten muss. Und ja, das, ja, die haben die ganze Community beleidigt. Ja, naja, ist halt so. Und das lasse ich mir definitiv nicht gefallen. Gut. Das war es eigentlich dazu. Ich habe mit Kalle nichts zu tun. Du kannst dir sicher sein, dass jetzt irgendwas, was noch kommt, nicht von mir kommt. Vielleicht geben sich irgendwelche Leute, die dann fake sind, für mich oder meine Kumpels aus. Aber ich bin mir ganz sicher, dass es nicht meine Kumpels sind. Und ich weiß definitiv, und wenn du mein Wort nicht ernst nimmst, dann ist es so. Aber ich verspreche dir hiermit, von mir wird nichts mehr kommen gegen dich. Wenn auch nichts mehr gegen mich kommt. Und ich habe nie irgendwas behauptet, irgendwas Schlimmes gesagt über dich. Ganz im Gegenteil, ich habe absolut keinen Kontakt gehabt. Wir haben uns einmal getroffen damals in Berlin, wo dieser Partyabend war. Da will ich jetzt gar nicht reden, das ist mir auch zu blöd. Und danach gab es keinen Kontakt, ganz einfach. Na, soll es eigentlich mal gewesen sein hiermit. Und ich bitte auch meine Community hiermit, den Mann jetzt nicht weiter zu belästigen mit irgendwelchen Dingen. Aber ich erwarte auch, dass hier von seiner Seite nichts mehr kommt. Keine Sticheleien, keine sinnlosen Ansagen oder so. Mir ist eigentlich egal, was er macht, aber definitiv steht fest, ich lasse mir nicht alles gefallen und lasse nicht jedem im Internet alles über mich und meine Community und Freunde einfach so sagen, ohne dass ich es kommentiere bzw. antworte. So viel dazu. Gut, hätten wir das.